Arab Arya Schechter hat erzählt über seine Eltern, dass sie haben damals in Ungarn gelebt, vor dem Zweiten Weltkrieg. Und damit sie dort weiter leben können, damit sie eine Aufenthaltsbewilligung, Visum für Ungarn bekommen, sie haben etwas gemacht, was man nicht machen darf. Sie haben Geburtsurkunden verfälscht, gefälschte Geburtsurkunden, und haben gedacht, wenn das schon so, werden wir dort dann leben. Man darf keine Fälschungen machen, ist verboten. Die haben es gemacht, die haben genommen ihre Geburtsurkunden und gefälscht, und man hat sie erwischt. Man hat sie erwischt, falsche Geburtsurkunden, und Gericht ist gesessen einige Monate, wieder draußen, wieder Gericht. Kurz gesagt, 8 Jahre lang Gerichtsverfahren hin, her, da, dort. Am Ende, nach 8 Jahren, war das letzte, der letzte Gericht, und das war der entscheidendste Gericht, ob ja oder nein, was passieren wird. Er ruft seinen Anwalt, und der Anwalt sagt ihm, du, die Situation schaut nicht so besonders gut aus. Im guten Fall, wenn der Richter eine gute Laune gehabt hat und alles wird gut gelaufen, dann wirst du bekommen zwischen 7 und 8 Jahre Gefängnis, und dann bist du befreit. Sagt er, okay, wie viel bekommst du für deine Arbeit? X, okay, hier dein Geld für deine Arbeit, und du brauchst nicht kommen zum Gericht. So, brauchst nicht kommen zum Gericht, danke vielmals. Kommt, ist das Gericht, er geht alleine zum Gericht, ohne Anwalt, ohne nichts, und Richter fragt, ja, wo ist Ihr Anwalt? Sagte, ich werde Ihnen sagen, mein sehr geehrter Herr Richter, ich bin ohne Anwalt gekommen, weil ich bin mir sicher und ich weiß, dass Gott wird geben den Richtern in ihr Gehirn die richtige Entscheidung zu treffen, und Bezrat Hashem, was Gott ihnen in ihr Kopf reinbringen wird, das werden sie entscheiden. Und deswegen dafür brauche ich keinen Richter, keinen Anwalt. Der Richter war geschockt, sagt ihm, okay, dann machen wir kurz eine Pause jetzt. Er macht eine Pause, nach der Pause kommt der Richter raus und sagt, Herr Schechter, Sie sind freigesprochen und Sie sind nicht schuldig. Aber trotzdem, wegen dem, was Sie gemacht haben, wir können Sie nicht weiter in Ungarn leben lassen. Sie haben ein Jahr Zeit, Ungarn zu verlassen. Jetzt, das war kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, und die Lage war schon überall gespannt, und alle haben schon gewusst, es muss was passieren. Er sagt, ja, das Problem ist es, darf ich reden? Er sagt, ja, das Problem ist, dass es wird mich niemand, kein Land wird uns jetzt annehmen, mit wegen der Situation, die es gibt, und deswegen sagt er, okay, darauf habe ich auch gedacht, und deswegen das ungarische Land ist verpflichtet, Ihnen entweder Visum nach Amerika oder Zertifikat nach Israel zu geben. Und so war seine Familie im Endeffekt verschont von dem, was nachher im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Das heißt, manchmal, sie haben etwas Falsches gemacht, man darf es nicht machen, was sie gemacht haben, aber trotzdem, auch nachdem man einen Fehler gemacht hat und man sieht, man muss jetzt für die Fehler bezahlen, auch deine Entscheidungen, die du getroffen hast, die manchmal dich zu irgendeiner Grube gebracht haben, verlier nicht die Hoffnung von Hashem. Und Hashem wird dir helfen, weiter Bezrat Hashem alles zu gelingen.